Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Montag und zwar, ich glaube, 20 nach 8. Und ich hatte einfach spontan Lust, heute mal euch ein bisschen mitzunehmen, beziehungsweise jetzt die Woche durch. Und deshalb drehe ich jetzt einfach einen neuen Vlog. Auf jeden Fall, ja, bin ich jetzt auch schon bereit. Und zwar habe ich ganz normal wieder Jeans an und so ein Sweatshirt. Und ja, heute hatte ich einfach keine Lust für mehr. Und dann habe ich wieder meine normale Alltagsfrisur und zwar einen Zopf. Und ja, diese Woche stehen zwei Prüfungen an und zwar in Englisch und in Mathe. Bin ein bisschen, ja, sehr zwiegespalten, wie die Prüfungen sein werden. In Mathe bin ich eigentlich nicht so schlecht, aber wir haben das Thema Wahrscheinlichkeit und das liegt mir leider nicht so gut. Deshalb, ja, ich versuche aber jetzt noch die nächsten Tage dafür noch sehr viel zu machen. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt gleich was zeigen, weil heute hat eine Freundin von mir Geburtstag und ich habe dir ein Geschenk gemacht und ich möchte euch das jetzt gleich zeigen. Und zwar ist das hier und zwar einfach eine ganz normale Tupperware, nicht Spaß. Hier drinnen befindet sich dann eine Karte und zwar Schmetterlinge im Bauch. Und hier einverpackt sind dann Muffins. Und ich kann euch ja das Konzept dieses Geschenkes mal gerade. Und zwar befindet sich auf jedem Muffinboden ein Buchstabe. Und diese Buchstaben muss sie dann in die richtige Reihenfolge bringen. Und dann erfährt sie, was ich für sie geplant habe. Und zwar, ich kann euch das ja jetzt schon sagen, und zwar einen Zoobesuch. Das habe ich auf jeden Fall geplant. Und zwar nicht heute, sondern erst in unseren Ferien, damit wir uns auch einen schönen, entspannten Tag machen können. Genau, also ich finde diese Geschenkidee relativ gut. Und ich bin eigentlich nicht so kreativ, deshalb bin ich selbst ein bisschen, ja, stolz auf mich, dass ich darauf gekommen bin. Ich finde das ja wirklich irgendwie eine coole Idee. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag und ich werde mich heute nach der Schule wieder melden. Und bis dahin, bis später. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich habe total vergessen, mich noch zu melden. Es ist mittlerweile auch schon 10 vor 11. Ich habe gelernt, nichts gemacht. Ich war heute leider nicht so produktiv, wie ich es zunächst wollte, aber es ist nicht so schlimm. Aber ja, ich habe halt schon einiges zu tun, deshalb bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, weil heute Morgen war ich echt produktiv, aber jetzt am Nachmittag auf einmal irgendwie nicht, keine Ahnung. Aber naja, man lernt jeden Tag aus den Fehlern, deshalb versuche ich morgen einen relativ produktiven Tag zu haben und einfach, ja, wenn ich wieder so in ein Tief falle, dass ich mich einfach zurückbesinne, wie das eben gestern war, also heute. Und ja, auf jeden Fall lese ich momentan auch wieder mehr. Und zwar dieses Buch lese ich momentan, Legend, Fallender Himmel von Mary Lou. Dieses Buch lese ich mit einer lieben Freundin zusammen und ich verlinke auch ihren Bookstagram-Account mal unten in der Infobox. Ups. Und ich bin jetzt noch nicht so weit, aber bisher gefällt mir das Buch richtig gut. Ich finde den Schreibstil sehr angenehm zum Lesen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, worum es in diesem Buch gehen wird. Viele meinten ja, dass es hier gar nicht um Engel geht und ich dachte echt die ganze Zeit, dass es hier um Engel geht. Keine Ahnung, wegen fallender Himmel? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall wirklich sehr gespannt auf die Geschichte und werde in diesem Vlog immer ein bisschen darüber berichten, wie mir die Geschichte gefällt und wie ich es so finde. Und ja, genau. Auf jeden Fall gehe ich jetzt schlafen. So, ihr Lieben, ich bin wieder aus der Schule zurück. Heute ist Dienstag und ich sehe gerade, ich bin so bleich. Das liegt an der Beleuchtung. Ja, tut mir leid, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Auf jeden Fall, ja, habe ich heute Nachmittag nicht allzu viel vor. Ich möchte einiges für die Schule machen, weil, ja, eine Prüfung wurde jetzt vorverschoben, beziehungsweise wir hätten nächste Woche eigentlich einen Aufsatz gehabt. Und wie ihr wisst, für einen Aufsatz, da kann man halt nicht wirklich viel lernen. Und darauf habe ich mich jetzt so richtig eingestellt. Und jetzt meinte die Lehrerin heute, ja, den Aufsatz würde sie jetzt verschieben. Jetzt macht sie dann eine Unidad, also Spanischprüfung. Und für solch eine Spanischprüfung muss ich halt immer echt viel lernen. Und jetzt denken wir so, ja, ups, danke fürs Erwähnen. Weil jetzt habe ich genau eine Woche Zeit, um all das zu lernen. Es kommt einfach immer alles dran. Das heißt, ich muss einfach alles lernen. So bin ich eigentlich fürs Abi wirklich sehr gut vorbereitet. Aber es ist halt einfach ein Riesenaufwand, den man dafür machen muss. Und ja, ich hätte das gerne mir ein bisschen eingeteilt und das ist jetzt nicht, ja, ich muss jetzt gucken, wie ich das mir einteilen möchte oder beziehungsweise muss. Und ja, ich habe jetzt noch echt viele andere Dinge zu tun und zudem möchte ich lesen. Das beachtet natürlich niemand. Auf jeden Fall möchte ich euch
zeigen, dass ich jetzt schon weiter gelesen habe. Und zwar in diesem Buch. Ich habe da gestern ein bisschen weiter gelesen. Und heute Morgen, ich war echt sehr überrascht von mir selbst, weil morgens lese ich eigentlich nie, weil ich irgendwie nie Lust dazu habe. Gestern hatte ich abends irgendwie nicht mal so Lust zu lesen, weil ich einfach echt müde war. Und deshalb wollte ich einfach heute Morgen ein bisschen weiterlesen. Ich bin auf Seite 41 und ich muss sagen, bisher mag ich Legend echt gerne. Also dieses Buch hier. Eben hier geht es nicht um Engel und das finde ich irgendwie voll komisch, weil ich dachte echt, dass es hier um Engel geht, aber keine Ahnung, wie ich darauf kam. Irgendwie, ja, das Zeichen hier, ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich das Buch bisher sehr gut. Es erinnert mich total an eine Dystopie. Ich glaube sogar, dass es eine Dystopie ist und gar nicht mal Fantasy. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ihr seht, ich habe noch echt viel vor. Aber ich freue mich, dieses Buch zusammen mit der Freundin fertig zu lesen. Und wir sind beide jetzt noch nicht allzu weit, deshalb ist das eigentlich ganz gut. Und ich höre momentan noch After Passion. Und ich bin schon bei 4 Stunden. Oh mein Gott. Und ich muss jetzt einfach mit euch darüber reden. Für alle, die After Passion jetzt noch nicht gelesen haben und das Buch noch gerne lesen würden und sich jetzt nicht spoilern wollen, da schreibe ich euch gerade hier irgendwie eine Nummer drauf, beziehungsweise die Zeit, bei dem ich aufhöre zu spoilern. Und genau, also ab jetzt werde ich spoilern und ab jetzt könnt ihr mich dafür nicht mehr verklagen, dass ich jetzt gespoilert habe, weil hier steht die Zeit, bei der ich nicht mehr spoilere, also jetzt wird gespoilert. Und zwar, ich bin bei der Stelle, wo Tessa gerade was mit, beziehungsweise, ja, sie hatte jetzt was mit Hardin und die waren im Wald und ich muss sagen, diese Szene finde ich jetzt nicht so toll, weil da hat mich Tessa ein bisschen aufgeregt. Einerseits kommt sie so voll schlau rüber, so richtig, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie ich das beschreiben kann. Also meine ersten Eindrücke von Tessa waren echt positiv. Aber jetzt nach dieser Szene erinnert sie mich so einfach an dieses Klischee, dass sie sich nicht trauen etc. Und das hat mich irgendwie so aufgeregt, dass sie halt nicht einfach ins Wasser gesprungen ist. Oh, ich dachte mir so, nein, spring einfach ins Wasser. Ich verstehe es natürlich, weil man wasserscheu ist, aber sie ist ja nicht wirklich wasserscheu. Deshalb, ja, ich weiß nicht genau. Das hat mich so ein bisschen aufgeregt. Dann später hat mich das auch irgendwie aufgeregt, ihre Gedanken immer. Und zwar, sie sagt immer so, ja, Hardin sei so nicht gut für sie. Sie ist so böse, es ist so, keine Ahnung was, alles. Und dann lässt sie sich trotzdem jedes Mal auf ihn ein, beziehungsweise jetzt zum zweiten, dritten Mal. Und ich denke mir so, nee, also ich würde das ja in echt auch nicht machen. Wenn ich merke, dass meine Person nicht gut tut, dann distanziere ich mich ja von ihr. Und ich laufe dir dann nicht immer hinterher, weil ich dann einfach merke, dass es das nicht wert ist. Und das stört mich halt ein bisschen an Tessa, weil ich mir aber denke, lass es einfach sein. Du merkst, dass er entweder jetzt nicht gut ist, aber naja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergehen wird, weil Theresa von That's Theresa hat das Buch auch schon gelesen, beziehungsweise sie ist, glaube ich, jetzt sogar beim dritten Band bald und sie meinte, ich soll unbedingt weiterlesen, weil das Ende sei so toll und damit hätte sie niemals gerechnet und ich bin jetzt so gespannt, was sie denn genau damit meint, weil ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das Buch anders endet, als ich das gerade so mir vorstelle. Und deshalb, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, damit endet der Spoiler jetzt. Auf jeden Fall erscheint ja bald der Film dazu, also zu After Passion. Und ja, ich möchte gerne vorher das Hörbuch gehört haben, damit ich dann auch den Film schauen gehen kann. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ansonsten, ja, möchte ich heute eben gerne noch ein bisschen im Hörbuch hören, dann noch lesen, dann auf jeden Fall lernen. Morgen schreibe ich eine Englischprüfung und ich muss sagen, ich bin sehr nervös davor. Irgendwie nicht, aber irgendwie doch. Weil heute hatten wir ein Hörverständnis und das Hörverständnis haben wir halt heute gemacht und das lief mir leider nicht so gut. Ich fand es sehr, sehr schwierig und ja, ich weiß nicht, ob ihr auch solche Hörverständnisse habt, bei der es einfach 4 Möglichkeiten gibt und irgendwie alle Möglichkeiten erscheinen einem als möglich. Und ja, deshalb, das ist immer für mich ein bisschen ein kleines Ratespiel. Und ja, morgen werde ich dann gucken, wie das läuft, weil da haben wir noch ein Textverständnis. Und ich muss sagen, bei englischen Textverständnis bin ich sehr schlecht. Das geht einfach, keine Ahnung. Ich lese gerne auf Englisch, aber diese Textverständnisse, das finde ich so schwierig, weil ich
finde immer die Lösung im Text, aber die Fragen bzw. die Antworten dazu, die unterscheiden sich kaum. Ich weiß nicht, wie ich die differenzieren kann, was genau der Unterschied ist. Kann sein, dass ich die Wörter nicht so ganz unterscheiden kann, weil ich die irgendwie als Synonyme ansehe. Aber ja, ich bin ja ehrlich gesagt der Meinung, dass man eher den Gesamtkontext verstehen sollte. Und die Lehrer sagen ja auch immer, ihr müsst nicht jedes Wort verstehen. Aber danach, bei solchen Textverständnissen, werden dann einfach einzelne Wörter gefragt. Und das kann ich nicht so ganz verstehen, weil ja immer gesagt wird, eben nur Gesamtkontext verstehen, das ist das Wichtigste. Und das sehe ich persönlich auch so ein, dass es das Wichtigste ist. Weil vieles kann man ja aus dem Kontext heraus verstehen. Aber wenn man dann genau fragt, was bedeutet das denn, da denke ich mir so, ja, Dankeschön, ich weiß das jetzt leider nicht. Ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das morgen ausschauen wird. Ich gebe natürlich das Beste, das finde ich immer das Wichtigste. Und ich werde jetzt auch noch dafür lernen und genau. Das Wetter ist auf jeden Fall wunderschön und oh, das macht mich aber so glücklich. Ich weiß nicht, ob euch das auch immer so glücklich macht, wenn langsam der Sommer wiederkommt. Ich bin ja so ein Mensch, ich bin eher so der Sommerliebhaber. Winter mag ich nicht so gerne, weil es halt einfach sehr dunkel wird und hier im Tal wird es halt einfach viel schneller dunkel. Deshalb freue ich mich halt immer, wenn die Sonne rauskommt, weil wir hatten jetzt 2 Monate lang keine Sonne und das ist schon echt sehr bedrückend, die Stimmung irgendwie. Und deshalb freue ich mich jetzt einfach so richtig, dass die Sonne wieder rauskommt und sogar in mein Zimmer scheint. Das, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Doch, dort. Und das ist aber so schön und freue mich einfach so riesig. Und ja, das macht mich einfach so glücklich. Ich habe zwar vorher gesagt, ich bin ein Sommermensch, aber ich meine halt, ich mag den Frühling mehr, weil die Sonne ist nicht zu beißen. Die Sonne ist richtig schön im Frühling. Und im Sommer ist die halt eher beißend, finde ich. Und deshalb, ja. So, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe mich auch schon umgezogen. Und zwar Pyjama und ein riesiges Sweatshirt, weil ich das einfach so gerne mag. Auf jeden Fall, das ist 9:30. Ich bin nicht so motiviert, jetzt noch was zu machen. Es fällt mir momentan total schwierig, irgendwie motiviert zu sein. Keine Ahnung wieso. Ich bin ja eigentlich so ein Mensch, der macht die Dinge einfach und denkt gar nicht mal zu sehr darüber nach. Mein Bein ist eingeschlafen. Au, 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 au. Ich bin ja eigentlich so ein Mensch, der gar nicht mal so viel nachdenkt, der einfach die Dinge macht und einfach akzeptiert und hinnimmt. Aber in letzter Zeit denke ich einfach irgendwie vermehrt nach und irgendwie, oh, ich möchte einfach, dass diese 4 Monate, in denen ich jetzt noch zur Schule gehen muss, dass die einfach vorbei sind. Ich möchte das so unheimlich gerne und dadurch, dass ich das so gerne möchte, habe ich irgendwie nicht so viel so Motivation irgendwie, keine Ahnung. Es fällt mir einfach gerade echt schwer, motiviert zu bleiben. Kennt ihr das, wenn einfach die Dinge in der Schule, ja, wie soll ich sagen, wenn ihr das alles irgendwie doch nicht so ganz versteht, beispielsweise Englisch. In Englisch strenge ich mich so an und das klappt einfach nicht. Und das ist für mich echt sehr traurig, weil ich mag Englisch sehr gerne. Und ich habe auch das Gefühl, oder ich denke zumindest, dass ich jetzt nicht so schlecht darin bin. Aber die Noten sind jetzt okay. Die sind jetzt nicht hervorragend. Die sind einfach okay. Also ich akzeptiere die auch. Und es ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber es macht mich schon traurig, weil ich eigentlich Englisch sehr gerne mag und meistens auch auf Englisch lese oder, keine Ahnung, YouTube-Videos gucke und Netflix auf Englisch gucke. Und da habe ich, oder beziehungsweise da erhoffe ich mir, dass ich mich irgendwie verbessert habe, aber irgendwie die Noten spiegeln das, was ich mache, irgendwie nicht so wider. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich habe das Gefühl, dass ich besser in Englisch sei, als dass meine Noten widerspiegeln. Und ja, das demotiviert mich sehr in Englisch. Beispielsweise in Französisch. Ich habe das Gefühl, dass ich schlechter bin in Französisch, aber meine Noten sind genau das Gegenteil von dem, was ich denke. Und ja, ich bin natürlich stolz auf mich, dass ich wenigstens im Französisch gut bin. Aber das finde ich halt einfach so ein bisschen komisch, weil in Englisch habe ich das Gefühl, dass ich gut bin, aber die Noten spiegeln genau das Gegenteil wider. Und im Französisch ist es genau das Gegenteil. Und in Mathe bin ich eigentlich ganz gut.
Aber zum Beispiel momentan das Thema, irgendwie verstehe ich es, aber irgendwie auch nicht. Und ich finde das so demotivierend, weil in Mathe war das immer so, ich liebe Mathe, ich liebe es, wenn ich auf eine Lösung komme. Und ich finde, es macht richtig Spaß zu rechnen und dann halt ein Ergebnis zu halten. Aber wir haben momentan Wahrscheinlichkeit. Und Wahrscheinlichkeit, ich bin ehrlich, also ich verstehe Mathe eigentlich relativ gut und einfach, aber Wahrscheinlichkeit. Keine Ahnung, das liegt mir einfach nicht. Und ich strenge mich da auch so an und ich habe am Donnerstag die Prüfung, also in 2 Tagen. Und ja, ich bin halt sehr nervös davor, weil ich möchte in Mathe eigentlich gut machen, weil das einfach so das Fach ist, in dem ich am besten bin. Und ihr kennt das bestimmt, wenn ihr irgendwo wirklich bei euch jetzt persönlich die beste seid, dann möchtet ihr das gerne behalten. Also ich meine die Beste in, das ist mein bestes Fach. Und da möchte ich halt gerne weiterhin gut sein, weil ich, ja, keine Ahnung, weil bei anderen Fächern denke ich mir so, ja, yes, eben zum Beispiel in Englisch, da denke ich mir so, ich mache natürlich trotzdem was, aber ich denke mir so, es lohnt sich irgendwie nicht, aber ich mache es trotzdem, weil ich danach nicht dieses schlechte Gefühl haben möchte. Ja, das ist so ein bisschen, worüber ich gerne reden wollte und deshalb, ja, das habe ich jetzt einfach mal mit euch gemacht. Ich kann mir gerne mal sagen, ob es euch manchmal auch so geht. Ich werde auf jeden Fall jetzt Mathe machen. Um dort wenigstens gut zu bleiben. Und ja, morgen habe ich Englisch. Ich werde mal gucken, wie das läuft. Ich gebe einfach das Beste. Und das, was dann rauskommt, das kommt dann raus. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, wenn die 4 Monate durch sind. Ich muss sagen, ich bin einfach so froh, wenn ich mein Abi habe, also meine Matura. War trotzdem auch, es war eine schöne Zeit, aber eine sehr anstrengende Zeit. Ich war ja 5 Jahre im Gymnasium. Und irgendwann möchte man halt einfach etwas Neues erleben. Ich gehe wirklich seit 5 Jahren den gleichen Schulweg wieder zurück und das 2-mal am Tag. Und irgendwie möchte ich einfach etwas Neues erleben und etwas Neues sehen. Und ja, ich werde hoffentlich, wenn es klappt, im September dann Jura studieren. Und darauf freue ich mich einfach so riesig auf diesen neuen Lebensabschnitt. Einfach etwas Neues sehen, neue Leute kennenzulernen. Alles ist da einfach neu. Eine neue Umgebung. Also ich werde trotzdem noch hier wohnen. Ich werde zwar pendeln, aber es ist trotzdem alles neu. Und darauf freue ich mich einfach so riesig auf diesen neuen Lebensabschnitt. Und ich kann das einfach kaum erwarten. Dieses ich kann es kaum erwarten führt dazu, dass ich irgendwie denke, dass die Zeit jetzt so langsam geht. Also irgendwie einerseits geht für mich die Zeit momentan echt schnell und irgendwie auch gar nicht. Und ich möchte halt irgendwie so gerne so machen und dass ich dann alles schon hinter mir hätte. Das wäre gerade wunderschön. Aber ja, man kann nicht alles haben. Man muss natürlich dafür arbeiten. Und deshalb setze ich mich jetzt an den Schreibtisch und werde weitermachen, damit ich dieses Ziel erreiche. Und ja, ich werde auf jeden Fall vielleicht später noch was lesen, eben in Legend weiter. Und dann melde ich mich morgen wieder. So, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Heute ist ja Mittwoch und es ist, Moment, es ist jetzt gleich 5 Uhr. Und die Sonne ist gerade untergegangen. Ich bin jetzt auch schon am Lernen, weil morgen schreibe ich ja Mathe. Und ich muss sagen, irgendwie fühle ich mich trotzdem jetzt ein bisschen sicherer bei diesem Thema. Versuche auf jeden Fall morgen mein Bestes zu geben und versuche einfach logisch nachzudenken und nicht zu weit, sondern ich versuche mich vor allem auf die Aufgaben zu fokussieren, die wir gemacht haben. Ich habe auch echt alle schon mehrmals durchgearbeitet und irgendwie, ich glaube, ich kenne alle Antworten auswendig. Ich werde jetzt nochmal alle durchgehen, obwohl ich alle auswendig kenne. Nur damit ich einfach ja das Konzept noch mal durchgehe und dann werde ich auf jeden Fall heute Abend noch mal alles so mündlich durchgehen und das Wichtigste nochmals und dann werde ich auf jeden Fall im Internet noch ein paar Aufgaben machen. Dann möchte ich auch schon Spanisch Vokabeln lernen. Heute möchte ich gerne sehr viele Vokabeln wiederholen. Morgen habe ich einiges zu tun. Zwar muss ich erstens Philosophie alles lernen für nächsten Dienstag, weil am Freitag treffe ich mich mit einer Freundin und die erklärt mir das alles ein bisschen, weil Philosophie liegt mir leider auch nicht so. Ich bin so eine, ihr könnt mir ein ganzes Buch geben und das lerne ich dann auswendig. Aber wenn es darum geht, irgendwie, keine Ahnung, so was Philosophisches aufzubringen, da scheitere ich schon direkt. Ich gebe natürlich dort auch mein Bestes, ist klar. Aber
ja, es liegt mir einfach nicht. Und morgen gebe ich auch noch Nachhilfe und ich gehe zum Sport. Also es ist ein bisschen ein sehr straffes Programm morgen, weil ich komme nach Hause. Ich habe das Video für den Samstag oder Sonntag, ich muss noch gucken, wann ich das hochlade, habe ich schon gedreht. Ich muss es noch schneiden. Also werde ich morgen kein Video drehen. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen zeitsparender. Und dann werde ich direkt lernen nach der Schule. Zudem möchte ich euch noch sagen, ich habe gestern leider nicht so viel gelesen. Ich habe ein bisschen gelesen, aber nicht so viel weiter. Ich wollte tatsächlich mehr lesen, aber irgendwie, ja, hatte ich dann doch nicht so Lust. Ich wollte schlafen und ja, manchmal muss man halt einfach diesem Grundbedürfnis nachgehen. Und ja, ich werde jetzt Mathe machen und bis später. So, ihr Lieben, ich habe schon den ersten Teil fertig und ich muss sagen, dadurch, dass ich das filme, das motiviert mich einfach total, weil ich einfach dann euch zeige, dass ich dann wirklich arbeite, wenn ich das filme, weil wenn ich euch das einfach sage, dann denke ich mir so, ja, du möchtest es schon machen, damit du im nächsten Clip sagen kannst, dass du es gemacht hast. Aber wenn ich das filme, dann filme ich ja das wirklich, was ich mache. Und ich kann das ja nicht irgendwie nachstellen und deshalb, ja, also auf jeden Fall, wenn ich euch sage, dass ich es gemacht habe, dann habe ich es tatsächlich gemacht, nicht, dass ihr denkt. Weil ich bin ja total ehrlich, ich sage auch mal, wenn ich nicht motiviert bin, wie zum Beispiel gestern, da habe ich ja das einfach auch gesagt, dass ich nicht so viel gemacht habe und so. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass ich immer ehrlich bin, aber ich meine es nur so für mich, dann bin ich einfach total motiviert und ja, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. So, ihr Lieben, es ist mittlerweile 21:15 abends und ich habe heute meine Matheprüfung geschrieben und ich muss sagen, die war nicht so schwierig und das freut mich total, weil ich jetzt einfach weiß, weil ich habe vor 2 Wochen begonnen zu lernen und zwar intensiv. Ich habe im Internet echt viele Übungen zu diesem Thema gemacht und das freut mich einfach, dass sich das gelohnt hat. Und ja, also das Gefühl auf jeden Fall ist gut. Jetzt bin ich dann einfach auf die Note gespannt und ich hoffe, dass die Note genauso gut sein wird, wie mein Gefühl gerade dazu ist. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt schlafen, weil ich einfach müde bin. Und ich wollte euch einfach nur ein Update geben, aber ich melde mich, glaube ich, morgen einfach wieder. Und deshalb gute Nacht. Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag und ich melde mich erst jetzt wieder. Gestern habe ich mich gar nicht mehr gemeldet, weil ich direkt nach der Schule mich mit einer Freundin getroffen habe, die mir Philosophie erklärt hat. Und dann bin ich nach Hause gekommen und mir war es schon irgendwie die ganze Zeit in der Schule übel. Und dann, nachdem ich nach Hause gekommen bin, ging es mir dann auch nicht besser. Deshalb habe ich nur was Kleines gegessen und bin dann direkt ins Bett und habe auch geschlafen. Bis heute Morgen um 4 Uhr. Dann bin ich erwacht und dann ging es mir deutlich besser. Und jetzt momentan sitze ich gerade am Laptop und lerne noch ein bisschen Philosophie. Das Wetter ist total schön. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die Sonne scheint gerade wieder in mein Zimmer. Und ich möchte auch noch dieses Buch lesen heute. Also nicht auslesen. Das müssen wir für die Schule lesen. Das ist Animal Farm. Und ja, ich habe schon mal ein Lesezeichen reingetan, aber ich habe es noch nicht wirklich angefangen. Ich muss bis Dienstag bis auf Seite 21 lesen. Das möchte ich auf jeden Fall heute tun, damit ich das nicht morgen machen muss. Ansonsten möchte ich heute noch ein Video schneiden. Und das ist bestimmt schon online, wenn ich diesen Vlog online stelle. Weil ich versuche immer zunächst die Videos, die ich noch vorrätig habe, fertig zu schneiden. Ansonsten wollte ich euch noch sagen, dass ich jetzt nur noch 2 Wochen Schule habe und dann habe ich wieder Ferien. Wuhu. Aber diese Ferien werden eher Lernferien. Yay. Aber naja, ich teile mir das gut ein, damit ich eine gute Balance zwischen Ferien und zwischen Lernen habe. Das erste Wochenende werde ich auf jeden Fall, glaube ich, nichts machen, außer am Sonntag vielleicht was. Weil am Samstag, also am 23. Februar, geht's für mich und eine Freundin in den Basler Zoo.
Und darauf freue ich mich total, weil ich habe sie dazu eingeladen. Sie hat das mal erwähnt, dass sie gerne mal in einen Zoo gehen würde, weil sie das noch nie gemacht hat. Und da dachte ich mir, ja, dann schenkst du das zum Geburtstag. Und ja, ich weiß, Zoos sind nicht so gut. Ich möchte es eigentlich auch nicht unterstützen. Aber es ist ja nicht mein Geburtstag oder beziehungsweise es war nicht mein Geburtstag, sondern ihrer. Und da möchte ich natürlich ihr was schenken, was ihr auch gefällt und nicht was mir gefällt, weil es ist ja nicht mein Geburtstag. Und sowieso der Basler Zoo, also es ist jetzt nicht Werbung oder so. Also es ist Werbung, es ist nur etwas, was ich erwähnen möchte. Und zwar der Basler Zoo, der spendet sogar einen Teil des Eintrittsgeldes. Und das finde ich ja richtig gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie das spenden. Genau, darauf freue ich mich. Und am 25. Februar geht es für mich dann nochmal weg. Und zwar mit meiner Mom. Da gehen wir shoppen. Und ja, darauf freue ich mich vor allem, weil in Deutschland sind die Bücher günstiger als hier in der Schweiz. Und dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen zuschlagen. Ich möchte mir apropos auch so einen Fjällräven-Kacken-Rucksack kaufen. Ich habe zwar schon einen gesehen, der mir echt gut gefällt im Internet, aber der ist relativ teuer. Der kostet 200 Franken und das ist sehr, sehr teuer für nur so einen Rucksack. Aber ich weiß nicht, diese Fjällräven-Kacken gefallen mir halt einfach so gut. Ich kann mir gerne mal sagen, ob ihr solch einen habt, weil echt viele haben den. Aber ich finde den auch richtig schön, weil mir ist mein Rucksack kaputt gegangen und jetzt musste ich so einen Alternativ-Rucksack wählen. Der gefällt mir sowas von gar nicht. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich melde mich heute gar nicht mehr, weil ich sehe, ich habe schon 15 Minuten geredet und ich weiß gar nicht, wie lange die anderen Teile dieses Vlogs sind. Deshalb verabschiede ich mich, glaube ich, komplett für diesen Vlog. Und ja, ihr könnt mir gerne einfach mal berichten, worauf ihr euch eigentlich in Zukunft freut. Und ja, ich würde mich freuen und ich freue mich schon total, diesen Vlog hochzuladen und um mich dann mit euch austauschen zu können. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder, falls ihr Lust dazu habt.